Yo Leute, Captain Saulanz wieder hier und heute geht es darum, wie ich einen Subway Surfers Klon für den Streamer Stegi gebastelt habe. Seine Reaktion darauf war auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Digga, okay, aber jetzt wollt ihr mich doch auch verarschen! Ich habe mich als Game Engine für Unity entschieden. Ich meine, was sollte auch schief gehen? Naja, zum Glück wird mein Spiel eh keinen Umsatz machen, dementsprechend bin ich erstmal safe. Beim Programmieren war dann meine Devise, auf keinen Fall mehr Arbeit machen als notwendig. Deshalb habe ich auch mein Projekt auf Basis des Third-Person-Templates angefangen, weil da einfach schon sau viel vorkonfiguriert ist. Ich musste dann eigentlich nur noch die Steuerung so anpassen, dass man nur noch in Bahnen nach links und rechts laufen kann. Ein 3D-Modell von Stegi erstellen. Natürlich mit Basic Nikes. In Unity importieren. In Unity importieren. Boden hinzufügen. Aber wie bewege ich jetzt den Hintergrund, sodass es aussieht, als würde der Horizont nach hinten abfallen? Oh nein, Mathematik. Boden bewegt sich. Bananenförmige Wohnung modellieren. Und in Unity importieren. Ah, es dreht sich alles um die falsche Achse. Jetzt aber. Jetzt aber, meine ich. Online ein paar passende Hindernisse für die Wohnung runterladen. Noch coolere Skins modellieren. Naja, und dann noch so ein kleines bisschen programmieren. Sowas wie Skin-Menü, Coins, Highscore und sowas. War ja eigentlich ganz einfach. Schauen wir mal, was Stegi dazu sagt. Jo, hab hier Free Content für dich. Hab ein Game für dich programmiert. Der labert, oder? Das ist ein Virus. Stegi hat ein großes Problem. Er streamt jetzt schon seit 170 Tagen und hat einfach keinen eigenen Content. Deshalb setze ich mich doch mal hin und mache ein bisschen Content für ihn. Aber da ich wie Stegi sehr faul bin und mir keine originelle Spielidee ausdenken wollte, habe ich einfach Subway Surfers nachgemacht. Boah! Dafür habe ich mir die Unity... Boah! Was? Alter! Oh mein Gott! Alter, wenn das ein echt gutes Subway Surfer wäre, ich wäre es so, Alter. Oh! Digga, wir hätten... Oh! Oh! Und nach ein bisschen Code klauen, 3D-Modelle klauen und Musik klauen, war das Spiel dann auch schon fertig. Wie ihr an dem ganzen Müll auf dem Boden schon erkannt haben solltet, spielt das Ganze in Stegis Wohnung. Man muss sich also... Oh, Digga, chill mal, hä? What? Digga, das war mal meine Wohnung? Same picture, was für same picture? Nur andere Belichtung. Was für andere Belichtung? Wen wollt ihr verarschen? Momentan gezeigt. Eigentlich wollten wir das Spiel hier spielen und zwar... Auf dem Weg liegen überall kleine Donations, die man einsammeln kann und wenn man dann weit genug über plus minus null drüber ist... Digga, das Spiel ist ja so gut. ...kann man sich einen der zahlreichen Skins kaufen. Den krassesten Skin von allen schaltet man aber nur frei, wenn man einen Highscore von über 10.000 knackt. Ob Stegi das schafft? Naja, ich glaube eigentlich nicht. Digga, das ist ja so... Gut gemacht, das Video, oder? Ja. Ey, Captain Sauerland, ich sehr faul absolut bin und mir keine originelle Digga, ich wäre sowas von gerade gehackt. Hier sehen wir gerade, wie meine kompletten Finanzen rübergeschickt werden. Digga, das sieht ja insane aus! Das sieht ja wirklich insane aus! Wir gehen rein, Chat. Stegi, Surfers, das ist alles so krass. Der Skin soll, kostet 3 Euro, sollte ja ein Schnapper sein für dich, du Bonze. Oh. 10.000, Digga. Man erkennt schon. Niemand weiß, wie man diesen besonderen Skin freischaltet. Okay. Achso, Jump. Digga. Yeah. Ja, das ist sehr gut gemacht. Eine Kors-Figur. Übergeil. Ich sehe, warum wir keine Games mehr spielen. Mein fucking Gott! Tidara, ich mach das für dich jetzt. Ich brauch den Skin. Der Run ist für dich. Aber das ist geil gemacht, die Hindernisse und so. Hey, ich muss springen? Ey, aber eins in den Chat, es sah so aus, als wenn ich einfach hochlaufen kann. Halt wirklich! Oh mein Gott, 100 Pro!
Ehrlich? Digga, das Spiel ist so krass. Aber wir müssen halt echt drüber nachdenken, vielleicht nochmal den Sender zu wechseln. Oh, guck mal, da habt ihr gesehen? Der, oh mein Gott, Edeltalk-Hörer. Alter, Digga, du bist ja, Digga, du bist ein Top, du bist for real ein Top-Tier-Atze durch das Spiel. Alter, war das krass. Habt ihr gesehen, dass der Formel-1-Wagen so an der Wand war? Ich sag, ihr werdet auch nicht besser. Lernkurve horizontal. Wenn, Digga, dass ich die Münze nicht mitgenommen hab, pack das ab. Digga, okay, aber jetzt wollt ihr mich doch auch verarschen! Treppe aus dem Bendo, Young No Plug hat Extendo, ich pull up in einem Lambo, die Lackfarbe ist Mango. Stege Gerke. Wow! Alter! Dicker, okay. Oh, Digga, du bist ja echt krass. Mann, ich kann das Spiel nicht mehr spielen. Ich will es den 10.000 Punkte Skin schaffen. Ich will den sehen. Kriegen wir Tipps für den Code des Custom Skins? Captain Sauland, hast du irgendeinen Tipp? Muss ein Geständnis abgeben. Oh mein Gott, ich glaube, ich hab gute Ideen. Ich bin ein... Ach so, mit Groß- und Kleinschreibungen. Sehr selten. So wie Content im Stegi-Stream. Oh mein Gott. Digga, ich kann das nicht mehr. Aber es ist so geil. Ja, es ist sehr, sehr geil. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber geil sieht er aus. Hat sich Fernseher verändert? Oh, true. Was ist das für ein Game? Ist doch geil, oder? Sag ehrlich, Alex. Mann, ich habe immer noch die Hoffnung, dass bei 10.000 man einen geilen Skin freischaltet. Hallo. Der spielt Stegi Surfers. Das wollte ich auch spielen. Gibt's dazu einen Link, Chat? Gibt's dazu einen Link? Ich will das auch spielen, Stegi Surfers. Ist das krass. Okay. Let's go, wir probieren. Gibt's dazu auch Musik? Jump to start. Ah, okay. Oh. Kann man Doppelsprung machen? Oh, okay, ich muss erst reinkommen, Chat. Seit 5 Stunden für dein Skin, 10.000 will er schaffen. Stellt euch vor, wir schaffen das. Das wäre so funny. Stellt euch vor, wir schaffen das vor ihm. Das wäre so gut. Okay, ich muss erst reinkommen, Chat. Es ist voll schwer, Chat. Das ist voll schwer mit Nägeln. Wir kriegen das auch hin. Wie komme ich hier hoch? Ja, aber wie komme ich denn hier hoch, Chat? Auf die Säcke? Auf den Müllsack? Welcher Müllsack? Ah, ich muss ich die einsammeln oder wie? Was meint ihr? Ah, okay, ich checke. Ich checke. 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, Stegi. One thing about me, ich fahr Auto seit 4 Jahren. One thing about... Wir machen das jetzt auch 5 Stunden lang. Ist mir egal. Es ist so schwer mit Nägeln. Es ist unfassbar. Schlechter als Stegi! Ich trolle nur.
Der Song hat mir nicht gefallen. Ich schaff das nicht. Ich schaff das nicht auf die Müllsäcke. Oh mein Gott, ich muss da einfach nur drauf. Ja, okay. Wisst ihr was? Spart euch das. Spart euch das. Ich weiß... Oh mein Gott. Oh, das tun weh beim Zuschauen. Sorry. Sorry. Ihr seid freiwillig hier. Wieso? Wieso? Ich bin gehüpft, Chat. Wieso macht das aber Spaß? Irgendwie weiß ich, dass es euch abfuckt und deswegen macht es mir irgendwie besonders viel Spaß. Ich kann nicht. Ich habe keinen Bock mehr. Ich bin noch nicht mal über 780 drüber. Die Nägel, Chat. Die Nägel. Ah! Okay. Was macht Stegi? Oh, wir sind hier raus. Nein! Nein! Oh mein Gott! Hi! Oh. Ey, was geht ab bei dir? Bei mir geht nix ab. Bei dir? Ja doch, wir haben ja anscheinend gerade das super krasse Spiel gespielt. Und du willst ein 1 versus 1, wer weiter in dem Run immer kommt? Nein, will ich nicht. Ich bin so schlecht. Ja, nee, aber... Nein. Doch. Ich glaube, das wäre doch smart. Nein, das wäre gar nicht lustig. Hä? Glaube ich. Ah, ich glaube, du bist doch aber auf dem Bildschirm jetzt drauf. Die ganze Zeit schon gewesen. Ich kann dir das echt nicht versprechen. Aber ich habe die Hoffnung, dass der 10.000 Score erreichende Skin du bist. Hä, wie krass. Und Kevin, hä, bin ich etwa 10.000? Also ich habe es noch nicht geschafft. Also du bist echt schwierig zu erreichen. Ich bin ja. schwerer Skin, oder wie? Also ich habe deswegen ein bisschen Angst, dass ich es gar nicht schaffe. Und ja... Und 100 Subs. Ah, okay. Das sind jetzt also... Ich hab 10.000 gerade erreicht, während ich mit dir laber. Ich hab's gar nicht bemerkt. Ja, ich spiele gerade einfach nur so. Hä, ich hab's nicht bemerkt. Schau, da hast du mich gebraucht. Alter, wirklich? Hä, aber wie schnell das geht. Hä, du bist ja voll krass geworden. Oh. Ja, und jetzt? Kannst du dir den kaufen? Ich glaube, jetzt... Theoretisch er hier. Ich würdest du sagen, er sieht ein bisschen nach dir aus? Ich habe jetzt Angst, dass jetzt was komplett anderes kommt. Ich hab wirklich null Ahnung, ob du das bist. Ja, ich hab auch, dass was anderes kommt. Den muss man auch nicht mal kaufen. Du musst nur einmal 10.000 erreichen. Guck mal, ich kann dir kurz zeigen, wen es noch gibt. Für Rare Stege muss man ein Codewort schreiben. Sehr selten so wie Content im Stege-Stream. Ja, und als Code muss man hinschreiben, ich bin ein Beta-Kack. Dann hast du ihn bekommen. Oh mein Gott. Ja. Okay, mach mal, drück mal auf Gönnen. Gönn dir. Okay, wir gucken, was passiert. 3, 2, 1. Yo! Yeah! Alter, hä? Die arschgeile Twitch-Oma! Es ist wirklich geil, oder? Ey, das ist richtig cool! Guck mal, jetzt kann ich mit dir hier laufen! Ey, das ist richtig cool! Es ist übergeil! Hast du das ernsthaft geschafft? Ja, ja, ich habe... Bis 10.000 hast du das geschafft? Ohne zu merken, dass irgendwas... Boah, ist das krass. Ich habe einfach nur mich auf das Gespräch gerade konzentriert. Ich habe null gecheckt, was ich hier gerade mache im Game. Dann gucke ich in den Chat und die Leute schreiben so 10.000. Ich habe kurz gedacht, was ist denn los gerade oder so. Und dann ist mir aufgefallen, ach ja, wahrscheinlich Score. Dann guck ich willst dahin, du kurz sagen, dass es an mir liegt eigentlich schon, ich oder? Ich glaube schon. Ich war einfach nicht mehr so aufgeregt, weil ich einfach wusste so, ja, ich kann einfach quatschen. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Das war's auch schon mit dem Video, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch gerne ein Like da, wenn dem so ist, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.